Stream läuft. Das Audio funktioniert, wissen wir nicht, aber ich. Ja. Du hörst das? Okay. Ich hab's jetzt ausgemacht. Okay, super. Dann mach da mal. Super. Ja. Wie bist du? Ich glaub schon an ihn. Ich werde jetzt was über das Freerunner Navigation Board sagen. Über das Entwickeln von dem ganzen Vortrag, wie es funktioniert, wie kam es dazu, warum und welche Schritte waren notwendig, um dahin zu kommen, wo wir sind. Innerhalb, ja, komme ich nicht in die Tanz zu. Als mit Kompass angefangen und dann kamen die Navigation Boards, die erste Version und relativ überrascht war auch bei der Version. Seit dem 2009 stand für mich fest, der Freerunner braucht einen Kompass. Kurz vor dem Laden war dieser ominöse erste Workshop hier in München. Da kam die Idee auf, das war Erfolg. Warum? Natürlich zum Geocachen. Da braucht jeder Kompass, weil die Satellitennavigation ist zwar schon gut, aber natürlich der Kompass nur, wenn man läuft. Das ist immer langweilig. Natürlich, das ist der Faktor schlecht genommen. Weil zu der Zeit, da hatte fast kein anderes Telefon im integrierten Kompass. Und von daher hat man da was, was alle anderen nicht haben, und da kann man richtig angehen. Ja, welchen Kompass kann man da nehmen? Da gab es einen AK irgendwas von so einer japanischen Firma. Da war ein UPDS verbaut. Das ist ein dreiachsiger Kompass und ein dreiachsiger Strömungsmesser in einem Chip drin. Schön klein, angenehm. Leider gibt es da kein Datenblatt online. Wenn man bei der Firma nachfragt, war hinten wir, noch mal ein Stück. Sagt man 1000 und da sagen die 0. Also war leider nichts. Alternative, ein C von Handelei. Der ist sehr einfach verfügbar, kann man beim Solo-Pistol oder kaufen. Und war auch noch das dreiachsige Kompass ohne Beschleunigungsmesser. Erstmal egal, weil haben wir ja schon welche Fehler noch. Gut, Datenblatt ist online, bestellt, getestet. Ja, so schnell nicht. Erstmal bestellt und dann überlegt, ja, wie teste ich so einen winzigen Chip, 2,3 mm, Abstand zwischen dem Dachbrett und 0,5 mm. Das ist eklig auch zum Lösen. Wenn man vorher nur große Sachen gelötet hat, dann muss man sich das überlegen. Irgendwann nach 5 Stunden gelöten, einen Wind abreißen und nochmal 5 Stunden gelöten, das sieht ungefähr so aus. Das hier ist der Chip. Sieht man schon, der ist relativ klein, das oben sind die Schrauben, die so am Boden zu halten. Ja, also die liegen einfach nur da. Ich brauche die Boxen, irgendwelche Sachen auch zu bewahren. Und halt eine Adapterplatine mit Kondensatoren, die der Chip auch noch braucht, um die zu funktionieren. So, das kann man machen, wenn man das gut und sehr ruhige Hand und etwas zu viel Geduld, schafft man das. Also, frage ich erstmal, hat man sich gefreut, das funktioniert alles. Also, zumindest kriege ich die Wörter raus und die ändern sich, wenn man das dreht. Also, funktioniert es. Das Problem, da muss jetzt ein Freerunner rein, also braucht man eine Platine und der winzige Chip braucht eine Platine drauf in irgendeinem von den großen Taschen, da beispielsweise in die Wirkung. Das geht nicht, da muss nicht mehr rein. Ja, was hat der Freerunner noch nicht, was man gerne haben möchte? Das ist ein Gyroskop. Die kosten meistens irgendwie zwischen 40 und 50 Euro, das stimmt. Ich. Aber da gab es zumindest eine Firma, Nudensense, die hat zweiachsige Gyroskope angeboten, waren damals relativ neu und die konnten auch sogar bezahlen. Und die 120 Euro. Mit analogen Ausgang, das heißt nicht ganz einfach, hier irgendwie ein was Digitales kann zu kriegen, aber auch einen Stahlansatz, der muss auch mit als Vorkauf drauf und dann wird es auch schon ziemlich schnell ziemlich voll. So sah das dann aus, hat sich der Mengen nicht angekündigt, fast genau ein Jahr nach dem ersten Workshop. Die Komponenten, die da drauf waren, sind zweimal das Gyroskop, einmal ein XY-Gyroskop, einmal XZ, damit wir auch alle drei Achsen haben. Beim zweiten wird halt dann die X-Komponente ignoriert, weil haben wir schon. Und auf der Rückseite zwei analoge Digitalwandler, die das analoge Ausgangssignal ständig machen für die digitale Elektronik. Dann der Kompass, also alleine auf dem Bord der Röntgen, das ist verloren gewesen.
Und hier hätte noch nie der Controller drauf gepasst, dann hätte ich die 30. Da hatte ich leider keine Zeit, die Software zu verschreiben, deswegen hat es auch keinen Sinn gemacht, den da drauf zu lösen. Das liegt auch immer so. Reaktionen auf die Ankündigungen. Hat einer gemeint, er hätte gerne kostenlos so ein Wort, dafür verspricht er, den muss habe ich zu tun. Ich weiß auch nicht, wer das genau war, aber ich möchte mal darauf zurückkommen. Das ist jetzt die zweite Variante. Die hast du aber nicht mehr hingestellt. Einbau? Einbau. In Ordnung. Ja, Probleme bei der ersten Variante: keine Software zum Mikrocontroller, das heißt nur eine halbe Spartenbox, Powermanagement, was der Mikrocontroller übernehmen sollte, also wie Mikroskop ein- und ausschalten, war auch nicht vorhanden. Und das ganze, der ganze Aufbau mit den analogen Digitalkonvertern, das war relativ komplex. In der Software war das auch nicht ganz so einfach zu verwenden, die leider nicht gegeben haben, das war ein Scheiße, aber das ist auch. Einfach gemacht. Okay, nur gut, ich habe nicht mehr, wenn man das Board ansteckt. Ich habe auch das schon. Lösung dafür, ein anderes Gyroskop. Da gab es eins. Ganz neues, war inzwischen ein Jahr vergangen. Da sind jetzt einen neuen Chip angekündigt, den GE3200, ein dreiachsiges Gyroskop in einem Chip. Mit dem ganzen Analogkram ist alles schon eingebaut, Digitalschnittstelle. Nur ein Kabel dran löten und schon kann man loslegen. Der war auch angenehm zum Aufbauen als Prototyp. Hat sich auch irgendwas bewegt an den Messkarten, wenn man da auf dem Board rumzappelt. Funktioniert. Wird also ein neues Board geplant. Das habe ich gleich mal auf der Medienliste angekündigt. Für die Leute, die ziemlich darauf gewartet haben, dass man das irgendwann mal kaufen kann. Und weil dieser neue Chip natürlich eine ganze Menge Elektronik überflüssig macht, ist noch mehr Platz, noch mehr Platz auf dem Board. Das heißt, man muss noch was drauf. Was bekommt das? Das Horoskop. Und in der Zwischenzeit habe ich mal eine Luftstrecke der Motivation zu überbrücken, einen digitalen Luftdruck- und Temperatursensor angeschlossen und bei einer Waffe geschrieben. Der hat auch wunderbar drauf gepasst. Dann war wieder die eine Seite vom Board voll, die andere nicht. Kann man natürlich auch nicht aktivieren. Das hat mich auf der Mailingliste noch nachgefragt, was fehlt denn noch? Und Herr Johnson war so freundlich zu sagen, ja, von alten, da war auch so ein ADC drauf, und was ein Test-Sensor moment, der war ja auch voll, wenn er immer noch da wäre. Gut, einen Rohrerkennungssensor, irgendwie kapitativ für was auch immer, hätte auch gern gehabt. Und einen Funktransceiver. Gut, kann man überlegen, ob man was machen kann da, aber. Das wird sehr schwierig. Ein bisschen später, im September, war es dann soweit, das Board war fertig. Das ging jetzt relativ schnell auch angekündigt, so sieht es noch aus. Einmal Luftabmesser, einmal Kompass, einmal Gyroskop auf einer Seite und auf der anderen Seite noch irgendwelche Zeug zum Spielen. Und eine ganze Menge Lötpunkte, dass man da auch eigene Hardware anschließen kann. Das soll ja so sein wie der Frühmann auch, wenn nicht weiterfahren. Was ist jetzt? Da habe ich es jetzt alles drauf. Kommt das Gyroskop Bauträger, das war angekündigt, geplant und das ist geblieben. Dann gibt es den Tierkanal ADC, der ist von Altenburg übernommen worden. Da haben wir irgendwelche Sachen gemessen, das weiß ich nicht. Zum Beispiel Bewegungslicht oder sonstiges. Ein kapazitiver Touch-Sensor, der hat es auch drauf geschafft. So haben die 7 Kanäle. Das funktioniert sogar, wie ich vor ein paar Wochen ausgefunden habe. Dann ein Netzcontroller. Das war auf der Medienliste häufig nachgefragt, ja, und dann steht aber, das sollte doch bitte finden, wenn der neue Semester ist, oder anruft. Macht aber nicht, wenn er im Standby ist, weil die beiden Leuchtdioden, die da eingebaut sind, die werden von der CPU kontrolliert. Und wenn die schläft, dann ist noch nichts. Deswegen ist da jetzt ein Controller drauf, der das autonom nehmen kann. Der kriegt dann auch das Standby. Und ein programmierbarer Rechteck-Generator. Da hatte ich irgendwo mal bei einem anderen Projekt draufgelötet, hat dann funktioniert. Wie gesagt, er macht drauf, nehmen wir mit. Dann kurz beschreiben, was kann man denn mit dem ganzen Zeug alles machen? Wie kommt das denn da im Mähfeld am besten? Das geht natürlich nicht nur das Erdbeermähfeld, das geht auch wunderbar in der S-Bahn, wenn die mal losfährt, die Elektromotoren, die auf dem Boden mähen können.
Also muss man nicht mehr aufpassen, ob draußen irgendwie die Landschaft vorbei zieht. Man kann direkt am Telefon sehen, da jetzt Power. Gyroskop, Drehgelegen und drei Achsen. ein Teil, also ein Gyroskop, das auf dem ersten Bock drauf war, das wird auf dem Mini verwendet, in dem Controller, das Hochdeck, da die Lager zu haben. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen auch auf den Dreiachser umgestiegen sind. Auf jeden Fall sowas für die Maschinen. Natürlich auch für interne Navigation. Das heißt, navigieren ohne GPS. Luftdrucksensor kann man Luftdruck und Temperatur erfassen. Das ist toll, aber wenn man es sieht, vielleicht nicht ganz so ideal. Wenn man das macht, dann kann man Wettervorhersagen machen. Wenn jemand den Führer an die Wand schlaut, dafür Test muss doch dafür ist ja praktisch da. oder man kann eine barometrische Höhenmessung machen. Falls GPS mal nicht geht oder nach einer halben Stunde immer noch keinen Fix hat, mal Luftdruck anschauen und eventuell im Internet nachschauen, welcher Luftdruck ist gerade auf Meereshöhe, dann kann man ausrechnen, wie hoch bin ich jetzt. Nächsten Features, der Touch-Controller kann natürlich zusätzliche Tasten und Kreuze verwendet werden. Wenn man das denn nicht für die Ohrerkennung kann man rauskriegen, ja, halt es mehr ans Ohr oder nicht. Wenn einer das irgendwie in der Tasche hat, dann kann das natürlich auch sein, dass der dann eine Bohrmaschine wieder kennt als Ohr. Aber das ist ein Softwareproblem, das kümmere ich mich nicht um. Oder eine vielleicht bessere Anwendung, schaltet bitte das Display nicht aus, solange ich das in der Hand halte. Wenn man links und rechts irgendwie die Handfalten und die Dinge erkennen und da dann muss ich den Block abschalten. Der Leckkontroller, wie ich schon erwähnt habe, kann bis zu vier Leuchtdioden ein- und ausschalten oder dimmen oder winken lassen. Komplett ohne Belastung der CPU, der macht das autonom. Dann sagt man einmal, mach das und dann macht er das, bis man sagt, hör auf. Das Telefon kann dann auch in Standby gehen und das blinkt natürlich weiter. Also ideal für Anzeigen, die Antwort der SMS oder auch die Antwort für den Anruf oder für andere Sachen. Man kann ein- ausschalten, dimmen. Auf den Taschenlampe. Dann den ADC, 12 Bit für 4 Signale analoge oder 2 differenziell, wenn man sich dann aussucht. Im Lebenslicht, weiß nicht, vielleicht steuert einer irgendwelche Linienanlagen in der Tür nach, muss man ja auch machen. Und der programmierbare Rechteckgenerator, der kann Signale von 1 kHz bis 68 MHz aussehen. Wozu man die verwenden kann, weiß im ersten Augenblick mal keiner, aber was man denn machen könnte, wenn man 38 kHz bereitet, kann man damit wunderbar eine Infrarotdiode modulieren. Das ist nämlich die Frequenz, mit der die ganzen Infrarotkantlinien und die ganzen Bandos auseinander arbeiten. Damit könnte man dann einen Infrarotsender für diese Gerätschaften einbauen. Deshalb ist es auch. Weitere Anwendungsmöglichkeiten. Die Ausführung, ich möchte es wissen, ich weiß es ja nicht. Da hat sich ja irgendjemand irgendwelche Folgen gegeben. Wenn die denn da sind, bitte mir sagen, der Lust hat dazu was zu machen. Morgen habe ich einen Workshop. Da kann man entweder irgendwas machen, was ich mir aus dem Gegend gesagt habe, was man denn da machen könnte. Oder eben, wenn jemand eine gute Idee hat, kann man auch darüber nachdenken, dass ich das mache. So, das war es dann auch schon. Zum Board. Jetzt geht es weiter mit spannender Theorie. Was kann man denn in der ersten Saison alles machen? Beziehungsweise, was muss man damit machen, damit man was machen kann? Das Knubbelteil, das da liegt, das kann man theoretisch auch anstecken, aber erscheint als Tastatur. So, auch von Alex und mir, hallo erstmal. Wir werden heute ein paar Sachen erzählen über Signalverarbeitung und inertiale Navigation. Wie ich gehört habe, sind meistens einige von euch schon Experten in dem Bereich. Wir haben halt versucht, den Vortrag so zu gestalten, dass man, weil wir ja solche Heterogen sind, dass man halt alle
vielleicht entweder was Altes wieder hören, aber vielleicht ein bisschen anders aufbereitet oder halt ein bisschen Neues, was mitkriegen, was man alles machen muss, um eben Sensoren zu verwenden und vielleicht auch Navigationssysteme zu realisieren. So, das ist der Überblick über unseren Vortrag. Zuerst den Teil werden wir überspringen, aber kurz eine Vorstellung von Navigation Board. Dann werden wir erzählen, was eben so ein inertiales Navigationssystem ist und beziehungsweise ursprünglich war. Dann werden wir eingehen auf Messfehler, die man macht mit Sensoren. Was gibt es für Messfehler? Auf was muss man jetzt genau aufpassen? Kann man die beheben oder nicht? Und dann werden wir auch was Interessantes, wenn jemand jetzt mit offener Hardware oder Hardware allgemein arbeiten möchte, wie spiegeln sich zum Beispiel die Daten über Messfehler, die zum Beispiel schon im Device, im Sensor schon da sind, die sich im Datenblatt wieder. Wie können wir entgegenwirken? Also bei welchen Fehlern können wir entgegenwirken? Und dann kurz ein Anwendungsbeispiel, wo wir zeigen werden, wie man zum Beispiel Orientierung oder sowas für Sensoren ermitteln kann. So, den Teil werden wir jetzt verspringen. Da haben wir gesehen, eben Navigation Board. Es gibt auch eine Software, diese Daten nur abzufragen. Genau. Also ursprünglich war ein inertiales Navigationssystem, beziehungsweise ein inertiales Navigationssystem besteht grundsätzlich nur aus Gyroskopen und Accelerometer. Und wir sehen hier, also Accelerometer kann man die Beschleunigung messen, Gyroskopen kann man die Orientierung messen. Was man aber immer machen muss, ist, dass man die zwei Dinge sozusagen integriert und dann auch die Zeit mit berücksichtigt. Also wenn wir zum Beispiel Accelerometer, da haben wir eine Beschleunigung, müssen wir mal die Zeit multiplizieren, also damit wir dann eine Geschwindigkeit herausbekommen, um die Position zu ermitteln, müssen wir dann nochmal die Zeit multiplizieren. Das heißt, hier haben wir sozusagen zwei Schritte und wir müssen auch noch die Orientierung wissen, in der wir uns bewegen wollen. Also wenn wir uns mit einer bestimmten Beschleunigung in die Richtung bewegen, landen wir nicht an der gleichen Stelle, wie wenn wir in diese Richtung beschleunigen. Und das ist im Prinzip eben das Prinzip von inertialer Navigation. Man kann zusätzlich zur Verbesserung weitere Sensoren auch hinzunehmen, wie zum Beispiel ein Kompass oder ein Barometer, wenn man jetzt auf die Höhe hinzufügt. Aufgrund der Tatsache, dass man eben diese Zeit öfter rein integrieren muss, kommt es auch ziemlich schnell zu Messfehlern. Hier haben wir jetzt ein Beispiel. Was wäre, wenn jetzt die Orientierung um 0,5 Grad zum Beispiel gemessen wird? Hier sehen wir zum Beispiel diesen Winkel. Wir möchten eigentlich in diese Richtung gehen, aber das ist eben der Fehler bei der Messung der Orientierung. Wie wir jetzt hier sehen können, wenn wir eine Beschleunigung von 5 Meter pro Sekunde haben und wir uns 10 Sekunden in diese Richtung bewegen, dann haben wir eben den Sinus, der hier eben ausgedrückt wird, mal die Beschleunigung, mal Zeit, die wir nach vorne beschleunigen. Und wir sehen, wir haben einen Fehler von 40 Metern. Also das ist schon für einen halben Grad Unterschied eigentlich ziemlich krass. Ich würde sagen, dass das Projekt natürlich auch ziemlich krass ist. Ja, aber egal. Man kann es ja auch, halbieren, ist immer noch viel. Aber noch. Ist halt auf jeden Fall viel. Genau, und um diese Position zu ermitteln, gibt es mehrfache Fehlerquellen. Es ist ja nicht nur jetzt vom Prinzip her das Problem, dass man eben das ganze Zeug eben auch integrieren muss, sondern es sind halt viele andere Fehlerquellen. Man muss sich da überlegen, welchen Aufwand jetzt treiben will, um diese Fehler zu beseitigen, weil manche sind halt ziemlich aufwendig zu implementieren und manchmal braucht man das jetzt einfach nicht. Und eine Art, um diesen Fehlern entgegenzutreten, ist eben, sich zuerst mal Gedanken zu machen, schon mal, wenn man einen Sensor erwirft, zum Beispiel, dass man da anguckt, okay, wie gut oder wie schlecht ist der Sensor. Genau. Erstmal, was heißt denn genaues Messen? Genaues Messen ist so ein quasi Ausdruck, es gibt im Prinzip zwei Dinge, die man als genaues Messen eben benennen könnte. Einerseits die Accuracy, das heißt, ist der Wert, den ich messe, der tatsächliche Wert der Messgröße, die ich auch beobachten will. Und dann gibt es die Precision, das heißt,
wenn ich jetzt mit demselben Sensor 100 Mal messe, kommt da das immer dasselbe raus, vielleicht auch falsch, aber kommt da immer dasselbe raus oder nicht? Wenn ich Glück habe und die Precision stimmt mit der Accuracy überein, dann habe ich halt den besten Fall. Ansonsten muss ich halt schauen, ob ich jetzt zum Beispiel bei der Precision irgendwie was kalibrieren muss oder nicht. Und außerdem gibt es zwei Arten von Fehlern, also zwei große Klassen von Fehlern, systematische und zufallsverteilte Fehler. Da werden wir jetzt in den folgenden mal kurz drüber sprechen. Also systematische Fehler, da gibt es jetzt zwei Alignment-Fehler. Einerseits das interne Alignment, wir haben zum Beispiel ein Beschleunigungsmesser, der hat innen drin drei Achsen, also X, Y und Z. Es kann aber sein, dass diese Achsen im Bauteil an sich irgendwie falsch innen drin ausgerichtet sind. Das ist mal ein Fehler. Dann gibt es noch die, wenn man jetzt zum Beispiel das Navigation Board hat, wie man das Bauteil mit den anderen Bauteilen zum Beispiel ausrichtet. Weil da entstehen ja auch unter den verschiedenen Sensoren auch wieder Abweichungen. Und zusätzlich gibt es noch, gibt es noch das Problem, dass die Achsen sollten ja rechtwinklig füreinander stehen. Und wenn das jetzt auch nicht der Fall ist, dann entstehen da auch Fehler. Es ist nicht klar zu trennen, ob jetzt die Nicht-Orthogonalität nur extern oder intern vorkommt, das ist alles ein bisschen Auslegungssache. Auf jeden Fall gibt es diese zwei Arten von Fehlern. Ein Beispiel, wenn man jetzt das Navigation Board, wie man das Navigation Board nicht ausrichten sollte, ist folgender. Also man sollte das nicht einfach irgendwie so zappelig ins Gehäuse reinlegen oder gerade irgendwo runterhängen lassen, weil da kann es natürlich schon zu Fehlern kommen. So, bei den systematischen Fehlern gibt es auch eine Unterkategorie sozusagen von Fehlern. Einerseits gibt es den Bias, das ist sozusagen ein Offset, der zum Beispiel beim Eichen des Sensors entstanden ist. Und der ist mehr oder weniger konstant über die Zeit. Wenn sich über die Zeit dieser Fehler verändert, aufgrund von Einflüssen anderer Dinge, zum Beispiel Temperatur oder elektromagnetische Einstrahlung und so weiter und so fort, dann spricht man eben von Bias Drift. Und der ist eben nicht konstant und verändert sich und ist deswegen schwer behebbar. Und dann gibt es noch Kalibrierungsfehler, eben kann auch sein Ansatz vom Hersteller und das kann ja auch sein, dass man selbst machen. Hier haben wir ein Beispiel jetzt für den Bias Drift. Hier haben wir jetzt einen Accelerometer und einen Gyros, die in diesem Bauteil verbaut sind. Wahrscheinlich kann man das hier jetzt nicht lesen, das ist jetzt Meter pro Sekunde Quadrat, das war jetzt die Beschleunigung. Und hier hat der Alex konkret aufgezeichnet, wie das über die Zeit geht. Wir sehen hier eigentlich, dass es sich ganz krass verändert, nur anhand der Zeit. Was hier jetzt einen Einfluss haben hätte können, ist vermutlich die Temperatur, aber man kann das eigentlich nicht sagen. Und wir sehen auch hier beim Gyroskopen, der da in diesem Bauteil verbaut ist, dass es auch nicht gerade schön konstant wird. Deswegen muss man solche Dinge eigentlich auch berücksichtigen. Ein anderer systematischer Fehler ist die Nichtlinearität. Die Leute Nichtlinearität, wenn sich eigentlich ein Zustand, den man, oder eine Messgröße, die man messen will, linear verändern möchte und das spiegelt sich nicht in der Messung vor. Zum Beispiel hier verändern wir diese Messgröße linear, aber die Messung verläuft dann irgendwie nicht linear. Diese Sachen sind zum Beispiel auch im Datenblatt angegeben. Ein weiterer systematischer Fehler ist ein Quantisierungsfehler, das heißt, wenn wir versuchen jetzt zum Beispiel diesen Wert eben zu quantisieren, da muss man halt aufpassen, wie wir jetzt, das sind jetzt zwei verschiedene unterschiedliche Kurven, die wir hier haben. Wir sehen, dass wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel als Quantisierungskurve diese rote nehmen, dann sehen wir hier, dass wir jetzt einen viel krasseren Fehler haben, obwohl eigentlich diese Funktion genau gleich aussieht wie die andere, nur dass die Phase verschoben ist. Das heißt, man muss auch aufpassen, in welcher Phase man das zum Beispiel hat, damit man dann mit den wenn man jetzt zum Beispiel 3 Bits verwenden möchte, um dieses Signal zu repräsentieren, dass man dann auch die kleinstmöglichen Fehler dann hat. Und dann gibt es noch, das waren jetzt die systematischen Fehler, und dann gibt es noch die zufallsverteilten Fehler. Es gibt eine Reihe von Fehlern, die man eigentlich
nicht so kennt oder nicht erfassen kann. Man sagt schon, es ist Sonneneinstrahlung, es gibt schon Fehler verursachen. Und diese Fehler, die sind typischerweise eigentlich modelliert als Normalverteilung. Das heißt, man erwartet sozusagen einen Mittelwert, dass der ausgespuckt wird, aber die Fehler sozusagen, die gibt es sowohl hinterm erwarteten Messwert, aber auch davor. Das heißt, das ist so eine Lückenkurve von der Verteilung her. Genau, das eigentlich nennt man das diesen Faktor Rauschen. Das ist eigentlich so bekannt als Rauschen. Das ist jetzt so eine Verteilung, wie das Rauschen eben aussieht. Man hat eben diesen Mittelwert und man hat noch eine Standardabweichung Sigma, die sozusagen bezeichnet, wie steil diese Kurve ist. Und dieses Sigma ist halt ziemlich hilfreich, weil man kann dadurch sagen, wie viel Prozent der Werte sich um diesen Mittelwert praktisch schwanken. Umso gestauchter die Kurve, umso genauer können wir sagen, dass die Messung eigentlich nicht ist. Genau. Zu den Kennzahlen. Also wenn wir so ein Gyroskop zum Beispiel erwerben wollen, dann können wir hoffentlich auf das Datenblatt zugreifen. Manchmal ist es der Musterfall, wie wir gehört haben. Manchmal schon. Es gibt auch unterschiedliche Datenblätter, die mehr oder weniger ausführlich sind. Also wenn wir jetzt so ein Gyroskop zum Beispiel haben wollen, dann gibt es diese Daten, die wir sozusagen vom Datenblatt ablesen können. Full-Scale Range, das heißt, was ist die Max beim Gyroskop, wird die Drehung in Grad pro Sekunde gemessen. Weil man es ja mal Sekunde kann man dann den Winkel dann ausrechnen. Und da kann man halt sehen, wie viel Grad maximal pro Sekunde messbar sind, wie viel Grad Unterschiede. Dann gibt es natürlich die Auflösung, die auch immer eine Rolle spielt. Und da muss man halt auch aufpassen, manchmal ist es im Grad pro Sekunde pro Least Significant Bit. Das Least Significant Bit sozusagen zeigt, was die kleinste Auflösung ist, die durch ein Bit eben darstellbar ist. Deswegen muss man halt gucken, wie das angegeben ist, weil zum einen kann man denken, umso höher, umso größer die Zahl, umso besser, bei der anderen ist es halt der Kehrwert und das ist halt umgekehrt. Dann nicht die Linearität, das haben wir auch vorher gesehen. Das wird normalerweise im Prozent von der Full Scale Range ausgedrückt. Das heißt zum Beispiel 0,2% bei 25 Grad zum Beispiel. Dann wird auch manchmal nicht durch Tonalität und das fehlerhafte Alignment auch angegeben. Und wie gesagt, manche Daten sind halt im Datenblatt drin, bei anderen halt nicht, muss man halt schauen. Dann die in Run Bias Stability, das ist, wir haben ja vorher gehört, was ein Drift und Rauschen und Bias Drift ist. Und es gibt sozusagen an, was den stabilsten Zustand, den praktisch der Sensor erreichen kann, wenn diese drei Faktoren alle miteinander spielen. Und wie man das ausrechnet, das ist eigentlich die Allen-Varianz. Vielleicht kann der Alex hier mal was drüber sagen nachher. Der hat das auch dann selber ausprobiert, ob das auch mit den Datenblatt übereinstimmt. Und dann gibt es noch, jetzt weil wir über den Gyroskopen reden, vielleicht kennt jemand den Begriff Random Walk. Das ist sozusagen ein Versuch, den man da macht, indem man den Sensor oder das Gerät einfach irgendwo stehen lässt und dann nur eine Sekunde guckt, was sich praktisch tut. Und umso breiter sozusagen das Spektrum, eigentlich würde man erwarten, dass es sehr stehen bleibt. Und umso breiter wäre dann diese Kurve ist, wo sich die Messungen sozusagen aufgetragen werden, umso instabiler ist eigentlich dieser Sensor. Das heißt, in dem Fall wird es halt über Grad gemessen, wie viel Grad pro Sekunde Schwankung ist da innerhalb von einer Sekunde beispielsweise. Und ja genau, muss man halt auch aufpassen, weil es wird manchmal auch so komische Einheiten, also komische Verantwortungszeichen, wie Wurzel von, also Grad pro Wurzel Stunden oder sowas. Das muss man sich halt dann irgendwie umrechnen, aber das sollte man halt aufpassen. Genau. Dann
nehme ich den Alex weg. Also diese gerade vor Wurzelstunden, wollte ich mal sagen, das ist halt, dass man da in dem Fall, der sagt, okay, ich mache so eine frequenzabhängige Betrachtung von dem Ganzen. Das ist typisch, dass man da 10 Hertz, das ist so der Wert, den man meistens in den Datenblättern bei 10 Hertz diese Betrachtung gemacht wird. Und so wie der Bruch jetzt eben ausgedrückt war, ist der schon zusammengekürzt. Aber im Endeffekt, Hauptsache man weiß, was diese Zahl ungefähr zu bedeuten hat, wenn man es mathematisch nicht nachvollziehen will. Diese Inland-Bias-Stability, um da nochmal zurückzukommen, die ist interessant. Die L-Variance, auf der Michele eben schon gesagt, die kommt ursprünglich eigentlich aus dem Bereich Echtzeitsysteme in Buchen, um wirklich genau Buchen zu beschreiben und die Stabilität von solchen Buchen. Und die L-Variance, die drückt eben einen, also wird auch Zweiwertvarianz genannt, wer es bei Wikipedia mal nachgucken will, die drückt eigentlich ein Verhältnis aus über die Zeit. Wie ist es das Verhältnis zwischen den Messwerten, die beeinflusst sind durch Rauschen, durch wirklich also kurzzeitigen oder langzeitig gesehen über die Drift, die eigentlich passieren kann. Zum Beispiel eben durch Temperaturänderungen oder was auch immer, die da einfach im System ja vorhanden sind. Berechnet wird das Ganze relativ einfach, also im Endeffekt wird auch in Ruhelage, zum Beispiel bei Mönchengladbach später, wird eine relativ lange Messung durchgeführt und dann wird im Prinzip diese Messreihe immer in unterschiedliche Dings unterteilt, also immer unterschiedliche Stücke und im Endeffekt werden diese Stücke dort mit einem Mittelwert gebildet und man guckt dann immer, wie ist denn jetzt eigentlich die Varianz der quadratischen Fehler von einem Messwert zum nächsten. Wir gehen ja davon aus, dass das Ding eigentlich in Ruhe ist, deswegen würden wir hoffen, dass dann eigentlich Null dabei rauskommt, kommt es natürlich nicht. Und wenn wir jetzt besonders viele solcher Bins wählen, bedeutet das, dass unsere Zeitabstände sehr, sehr klein sind. Das wäre das, was wir auf der linken Seite, hier, wenn es Logarithmus schließt, aber, ja? Dass wir auf der linken Seite finden. Und wenn wir weniger Bins nehmen, bedeutet das, wir immer längere Zeit haben. Und die Hersteller benutzen das, um natürlich welchen Punkt anzugeben, natürlich den, wo hier das beste Verhältnis sich vermuten lässt, Badewannenprofi-mäßig. Und man sagt, okay, das beste Verhältnis, was dieser Sensor theoretisch erreichen kann, zwischen kurzzeitigem Rauschen und langzeitiger Bias Drift, das wäre halt hier 10 hoch minus 2 durch ja, ungefähr 10 hoch 2 Grad pro Sekunde. Und hier, das ist jetzt mal ein Beispiel, nicht von dem, das ist sondern das ist jetzt so ein ADIS 16355, das ist auch so ein Dreiachsen integrierter, eigentlich sogar ein ISS-Sensor, die zeigen sie es jedenfalls, aber Mai. Und die Messwerte, die stimmen auch einigermaßen mit dem, wo einfach so ein Datenblatt angekommen ist. Sieht so ganz gut aus. Okay. Der Random Walk, die Idee bei dem Random Walk ist, also es gibt immer das Beispiel bei den ganzen, dass man sagt, okay, ich stelle 1000 Leute irgendwo auf Fußballfeld auf die Mittellinie und dann sollen die einfach würfeln und je nachdem, ob sie, was sie würfeln, sollen sie entweder einen Schritt vor oder einen Schritt zurückgehen. Und ich bin nachher daran interessiert, festzustellen, eben wie viele Leute sind eigentlich danach wieder in der Mitte gelandet, wie viele Leute sind theoretisch bei 1000 können sie eigentlich 1000 Schritte weiter vorne oder 1000 Schritte weiter hinten. Und das, was jetzt der Angular Random Walk ausdrückt in Bezug auf den Gyroskop, ist eigentlich, man macht genau das Gleiche. Also die Messung ist nicht nur eine Sekunde, sondern ist wesentlich länger. Man schneidet die dann aber immer wieder kleinere Stücke und integriert das auf, genauso wie man es bei der Navigation machen würde. Das heißt, eben jetzt hier über eine Sekunde schaut man einfach, okay, ich habe gewisse Drehraten gemessen und wenn ich das auch integriere, naja, im Extremfall bin ich dann, obwohl das Gerät in Ruhe lag, auch schon mal ein ganz schönes Stück daneben gelandet, innerhalb von einer Sekunde. Also ich meine 0,2 Grad innerhalb von einer Sekunde ist es auch gar nicht so wenig. Nichts passiert, das Ding lag einfach unter. Glücklicherweise sieht man aber, dass doch im meisten Fall man sich eigentlich hier in der Mitte bewegt. Kommt eine Binomialverteilung raus, keine Normalverteilung, obwohl es ähnlich aussieht. Wenn wir die Standardabweichung betrachten, dann ist die hier so 0,06, 0,07. Auch das stimmt mit dem Datenblatt einigermaßen überein. Natürlich haben wir die Grafik genommen, die auch am besten mit dem Datenblatt übereinstimmt. Das ist ganz interessant, gerade beim ADIS gewesen, dass sich also völlig unterschiedliche Ergebnisse aussehen. Und zum Ausfällen gibt es da sehr große Unterschiede zwischen den gleichen Ausfällen? Also ich habe jetzt, weil der ADIS ein Schweinegeld kostet, habe ich natürlich nur den einen damals gehabt. Aber selbst die Sensoren, die da innen drin sind, gibt es völlig große Unterschiede. Was ich gerade beim ADIS sehr interessant fand, dass ich glaube, die Y-Achse war aus dem Y-Achse, das ist eigentlich hier fast linear rausgekommen, das Ganze. Das sah überhaupt nicht aus wie eine gescheite Verteilung. Und der war auch saumäßig abhängig von der Temperatur, der ganze Sensor. Also die Kurven, die man vorhin gesehen hat, wo eben diese Drift so stark war,
Wir haben nicht die Grafik dazu gezeigt, weil die Folie zu voll gewesen wäre, wo man die Temperatur ansteigt. Und die ist halt ist wirklich, also die passt nicht exponentiell, aber also die schießt ganz schön hoch am Anfang. Und das spiegelt sich schon im Spiel wieder. Deshalb, wie Kirill ja auch gesagt hat, die Minuten, dass es mit der Temperatur zusammenhängt, aber es sind sicherlich noch wesentlich viel mehr. Das heißt also, man müsste für jedes Teil, also für jedes Gerät, das man verwendet, erstmal so eine Eichmessung laufen lassen, damit man dann die bestmöglichen Ergebnisse rausholt. Wenn man dem Hersteller nicht vertraut. Also nein, im Endeffekt, was sagt uns das? Das sagt uns ja jetzt nicht, was wir mit dem Killer machen können oder wie wir dem entgegenwirken können. Überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein Maßstab dafür. Taugt das Ding eigentlich, was ich dafür 600 Euro ausgebe im Extremfall? So, ja, und der Hale ist schweineteuer, der ITG, der jetzt hier drin verbaut ist, hat wesentlich bessere Messwerte. Oder irgendwie Bruchteil einfach. Aber der Hale ist auch schon besser. Das ist der Witz dabei, genau, das ist völlig recht. Der ist eigentlich intern temperaturstabilisiert. Also das dauert eigentlich entgegengewirkt werden sollte, aber also ziemlich verwandt. Vielleicht ist mir noch ein gefallen, also ich weiß nicht, das ging einfach überhaupt nicht. Aber das wäre ja eine Sache, wo man relativ einfach was gegen machen könnte. Weil ich ja, wenn ich weiß, okay, ich habe nur Beschleunigung, ich messe das, aber dann muss ich mir überlegen, wie rechne ich das nachher aus. Also entweder linear oder man legt dann vom Grund hin, zwei alles mal irgendwas durch. Das Ganze um das Ziel. Okay. Um die Sachen jetzt auch mal im Datenblatt zu finden, in dem Beispiel hier ist so beim ITG stand leider relativ wenig im Datenblatt, deswegen haben wir jetzt das Datenblatt von alles einfach rausgenommen. Das ist sowohl von 16350 als auch von 355 hier in dem Fall ein Graph. Was wir schon mal auf jeden Fall sehen, hier der konnte maximal 300 Grad pro Sekunde auflösen, wahlweise eben auch diese anderen Drehraten. Der ITG hat, glaube ich, 2000 ist ein wahnsinnig höheren Wert. Intern wird das mit 14 Bit dargestellt und wenn wir das eben zurückrechnen, dann sehen wir, dass wir hier ungefähr 0,07 Grad pro Sekunde pro einzelnes Bit als Auflösung dastehen haben. Manchmal eben findet man das auch andersrum im Datenblatt, deswegen keinen Grund davon, warum man LSB pro Grad pro Sekunde, da würde da 14 oder 15 oder irgendwas stehen, aber mal erkennt es ist. Gut, dann sehr interessant eben auch diese Access Non-Orthogonality bedeutet ja im Endeffekt, obwohl ich die Drehung nur eindeutig auf einer Achse habe, messe ich sie auf einer anderen Achse ja auch mit. Ärgerlich, wenn es da ist. Und gut, 0,05 Grad, das messe ich jetzt nicht so viel an, macht aber im Endeffekt da leider doch wieder eine ganze Menge raus. Finden wir auf jeden Fall im Datenblatt. Das Access Misalignment. Das wäre quasi das, was wir vorhin gesagt haben, als einfach das normale interne Alignment-Fehler, dass die Achse nicht genauso stimmt, wie sie sein sollte. 0,5 Grad ist jetzt auch nicht so wenig, allerdings irgendwie, ich habe jetzt in anderen Datenblättern auch noch keine besonders bekannten Zahlen, ich weiß jetzt gerade nicht, also nur noch Beispiele. Naja, Non-Linearity, 0,1% von der Full-Scale-Range heißt eigentlich, dass es nicht so besonders viel ist. Wenn wir also eine Full-Scale-Range von 300 Grad pro Sekunde haben, dann werden ja 0,1% davon werden dann ja eben 0,3 Grad pro Sekunde, was wir maximal an der schlimmsten Stelle falsch messen würden. Was der Hersteller uns natürlich hierbei verschweigt, ist, wo eigentlich dieser Fehler gemacht wird. Das ist natürlich saublöd. Wenn es bei 300 Grad pro Sekunde gemacht wird, dann stimmt es mich persönlich jetzt auch nicht mehr so sehr störend, weil 300 Grad pro Sekunde, wenn ich mich mit der Geschwindigkeit drehe, dann kommt sowieso noch ein paar andere Sachen wahrscheinlich durcheinander. Wenn es aber relativ am Anfang schon passiert, das wäre gut. Inland Bias Stability, das wäre eben dieses von der N-Variance. Wer es nachrechnen möchte, wäre vorhin gesagt, ungefähr, also es sollte grob mit dem Finger gepeilt, 10 hoch minus 2 durch 10 hoch 2. Das wäre dann 0,01 in dem Fall, also lassen wir einfach mal gelten, dass das stimmt jetzt hier in dem Fall. Das ist gar nicht so schlecht, der Wert. Der Angular Random Walk mit dem hier angegeben in dieser frequenzabhängigen Variante, wobei das einfach nur kompliziert aussieht und nicht kompliziert ist. Was haben wir noch? Und die anderen Sachen sind eigentlich jetzt nicht so interessant. Vielleicht noch der Linear Acceleration Effect, weil er auch nicht in allen Datenblättern zu finden ist. Der drückt eigentlich aus, okay, ich will mit dem Sensor eigentlich Drehraten messen, aber der ist trotzdem, zumindest in diesem integrierten System, nicht unabhängig gegenüber auch Beschleunigung. Also wenn irgendwo eine Beschleunigung ist, zusätzlich zu einer Drehung, dann könnte das eine Auswirkung auf die gemessene Drehrate haben.
Also nie ganz interessant, wenn man sich mal anguckt, wie sind diese Sensoren eigentlich intern aufgebaut. Die einen arbeiten mit Coriolis-Kraft, die anderen mit einer Auslenkung einfach von der Masse. Oder man kann auch, es gibt immer mehr jetzt diese Microelectrical Optical Devices, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also nicht diese MEMS, sondern MEUMS oder MEUMS. Oder mit optischen Methoden gearbeitet wird, gerade mit Kreiselwerten, was ich das sagen, Laserkreisen und so weiter, Dinge, die also auch mit Fahrt oder mit Panzern so darauf eingesetzt werden zur Navigation. Wenn das mal kommt, werden wir damit auch wesentlich genauer mit dem Ganzen. Ja. Okay, das war es vom Kreisel. Auf der anderen Seite vom Accelerometer, wir haben jetzt halt mal typische Sachen rausgegriffen fürs Navigation Board, deswegen Gyroskop und Accelerometer natürlich auch wieder die maximale Auflösung, die entweder aufgegeben oder Range, die entweder angegeben wird, mit Zentimeter pro Sekunde Format, oder alternativ auch im G. Das sind manchmal in den Datenblättern ganz lustig, weil wir das Gewicht darunter auch nochmal in Form halt mit G dann da runterschreiben. Also in der G einfach standardmäßig 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Dann natürlich die Angabe analog, völlig im Kreisel. BDG, OLSB oder eben andersrum, nicht Linearität hatten wir auch schon, Ordinalität und was. Das ist also alles dasselbe, nur die Einheiten, die sich ein bisschen verändert. Wir wissen aber zumindest, je nachdem, von der anderen, ob es gut ist, einen tiefen oder einen hohen Wert zu haben. Okay, also hier, ja, jetzt steht halt nicht drüber, was er maximal messen konnte, aber wir könnten daraus schließen, das war also irgendwie 2 oder 8G wahlweise als maximale. Das maximalen Messwert haben bei dem Ganzen. Ist natürlich jetzt anwendungsspezifisch, was man da auch benutzen wollte. Ich würde vermuten, dass man meistens, also gerade auch im Bereich mit seiner Navigation im unteren Bereich bleibt. Das hatte den Nachteil, dass der bis zu 10G gemessen hat und dann unterschreibbar war. Das war auch bei unserem verdammten Fußgänger gedacht, welcher Fußgänger erreicht schon 10G, sind die aus der Kneipe wie für die S-Bahn. Gut, dann die Sensitivity. Das ist. Dann eben, was wir also jetzt runtergerechnet auf die Bits stehen hier leider nicht, die stehen irgendwo in der Tabelle irgendwo weiter runter, unter welcher Auflösung das Ganze ist. Eigentlich angegeben, also Digit wäre genau das gleiche jetzt wie das MFB, hier in dem Fall einfach nur pro Stelle, pro Kleinstzeit von Bit. Und ja, solche Sachen wie irgendwann bei Stabilität und so. In dem Fall Velocity, wenn wir dort die Kunden bei der Bestand erreichen. So, dann. Als letztes noch, was erwarten wir für den Kompass? Ja, natürlich, wir wollen die Feldstärke messen. Wir erwarten also irgendwas in Gauss zu messen oder Milligauss, je nachdem, wie es angegeben ist. Manche Kompasse der Hansen 6.3, 4.3 zum Beispiel, die haben auch noch das Röntgenmessen mit drauf. Die geben noch alle möglichen Sachen mit raus. Automatisch auch eben Orientierung ausgerechnet und so weiter. Ja, dann natürlich wieder Billig OLSB und so weiter. Also dann Cross-Axis Sensitivity, das ist eigentlich. Hier nur ein anderer Begriff für das Gleiche, was wir vorher schon gesehen haben. Also wenn ich den Einfluss von einer Achse auf die andere habe, sprich irgendwie entweder bauteilmäßig diese Nicht-Orthogonalität von den drei Achsen, die sich ja im Prinzip, kann man selber auch relativ einfach feststellen, wenn man dem Datensatz nicht vertraut, wie das ist. Oder das kann natürlich auch irgendwelche Schaltung zu was auf der Daten jetzt gerade verwenden. Ich meine, die Falsche oder so. Signal-to-Noise-Ratio ist jetzt hier zum ersten Mal aufgetaucht. Wir haben es einfach mit aufgeschrieben, weil es ein Begriff ist, der immer ganz interessant ist. Die Elektrotechniker werden es sowieso wissen, oder der Elektrotechniker. Das ist einfach im Prinzip ein Verhältnis von dem Nutzsignal zum Störsignal, also der Stärke. Es wird angegeben in Dezibel, also Dezibel einfach als Verhältniszahl, ist einfach auszurechnen und ja, okay. Und gibt es auch noch drei Achschips, oder? Da gibt es solche und solche, also ein Achschips, aber also die HM10 sind einmal alle eigentlich zwei Achschips. Bei den HM10, ich hoffe, dass das keiner von HM10 zuhört, da muss man ein bisschen aufpassen, da wenn man die direkt programmiert mit dem OC. Also ich habe es geschafft, mir leider einen da zu schießen, weil ich dem eine falsche Adresse zuweisen konnte, also dem einprogrammieren konnte, in seinem Flash oder was auch immer er da hatte. Und danach das Ding überhaupt nicht mehr ansprechbar war und da konnte auch Anibal selber nicht mehr helfen. Also das, ich weiß inzwischen kennt das Problem nicht angekommen. Also ein bisschen unnötig sein, denke ich. Okay,
Okay, ja. Ich habe zum Beispiel den Rest nochmal rausgeschnitten, da stand so viel Zeug drin, was wir erstens nicht erklären konnten. Und, oder jetzt auch nicht die Zeit, dass wir nutzen wollten, weil jetzt ewig noch sowas zu reden. Okay. Bei dem Signal-to-Noise-Ratio ist halt ganz interessant, weil man damit eigentlich auch ausrechnen kann, jetzt mal zurück, also Betriebsspannung von dem Gerät sind 3 Volt. Und für dieses Signal-to-Noise-Ratio, wenn ich das jetzt einfach mal als Formel schreibe, kann ich dann halt auch zurückrechnen und kann sagen, naja, was erwarte ich denn, also Betriebsspannung implizieren, sehen so die ganzen, was erwarte ich jetzt eigentlich an Sprüngen im Volt- oder Millivolt-Bereich alleine an Rauschen, um meine Messwerte zu machen. Soweit ich weiß, hat der aber so man wird da eigentlich keine. Okay, ja, Messfehlern entgegenwirken. Gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Wir haben jetzt einfach mal sehr einfache Beispiele rausgegriffen, von Kalibrieren, Übergleiten, Mittelwert und so weiter, bis hin zu einigen neuen Kanonfiltern. Kann man später wird ja definitiv, also jeder hat wahrscheinlich schon mal davon gehört oder es benutzt, also bei mir viel sicher davon aus, dass den benutzt hat. Hört sich, gerade wenn man in nicht-lineare Probleme reingeht, immer furchtbar kompliziert an, ist aber eigentlich ein total einfacher Sache auch von der ganzen Vorstellung her und bringt uns enorm. Zur Kalibrierung würde ich jetzt aber trotzdem das Wort an die Kehle geben, dass ich das hier auf das Nachbauprinzip jetzt konkret, was er da gemacht hat, und ich habe 2 Folien lernen habe, aber ich genau weiß. Ja, also im Prinzip, wir haben jetzt den Kompost, den halt den Freerun Navigation Board genommen. Und haben mal versucht zu gucken, was bei dem halt los war. Und wir sehen halt hier eigentlich, das ist jetzt ein ziemlich einfaches Beispiel, wir haben hier den XY-Plane genommen, den Finger haben wir hingelegt und einfach mal gedreht, um zu gucken, wie die Brennstärken sozusagen in diese 2 Richtungen aussehen. Und dann hat sich sozusagen hier dieser Kreis hier ergeben. Und wir sehen hier eigentlich, hier ist die Nullachse im X und Y. Und wir sehen eigentlich, dass das jetzt nicht nur dem Mittelpunkt des Kreises entspricht. Also wir möchten eigentlich, dass wenn wir uns hier drehen und da dann Norden ist, er sozusagen, dass es sich 500 anzeigt. Wir möchten auch, dass wenn wir so stehen, da minus 500 stehen. Das heißt, das D ist jetzt nicht aligniert. Das ist jetzt ein sehr, unter Anführungszeichen, banaler Fehler, weil man den ganz einfach dadurch minimieren kann, dass man einfach abmisst, was sind die maximale Werte, was sind die minimale Werte, was ist der Median. Und das sind in X- und Y-Richtung. Hier sehen wir auch Z zum Beispiel. Das ist ja auch hier verschoben. Und man kann einfach dann das, bei einer ersten Kalibrierungsphase den Kompass in die jegliche Richtung drehen und kann dann diesen Offset zu jeder Messung wegzählen. Das heißt, nachher, was wir dann haben, ist dieser grüne Kreis hier, der dann zentriert ist auf die Nullachse, das heißt, wir bekommen dann die erwünschten Werte. Was hier jetzt noch 2 Fehler sind, die man hier auch aus diesem Diagramm erkennen kann, eigentlich sind diese Kreise nicht wirklich, ist eher ein Ellipse, nicht ein Kreis. Das ist auch ein Messfehler, der sich da ergibt. Wieder, wie wir jetzt in Folie, glaube ich, 2 oder 3 gesagt haben, man muss jetzt schauen, was der Anwendungsfall ist. Ist es wirklich wichtig zu wissen, was die Quellstärke an sich ist, oder ist es eher wichtig zu wissen, wo sie maximal ist? In unserem Fall, wo wir wissen wollen, wo der Norden ist, macht das eigentlich, also ist der Kreis eigentlich schon ziemlich gut, um irgendwo zu sagen, wo der Norden ist. Also wir sehen hier zum Beispiel, in Richtung ist das das Maximum, das heißt, wir wissen, dass da der Norden ist. Also für den Fall braucht man eigentlich keine weitere Kalibrierung in dem Sinne. Was wir aber hier sehen, was interessant ist, das ist jetzt die Z-X-Achse. Wir sehen, dass die schief drin liegt. Das kann natürlich 2 Ursachen haben. Einerseits ist der Tisch schief, wo man die Sache gedreht hat, oder der Kompass liegt in der falsch. Was man hier zum Beispiel machen könnte, ich habe jetzt hier in der Grafik, ist praktisch, habe ich dasselbe durchgeführt wie hier. Was man aber hier noch machen könnte, ist eine Gerade durchlegen und dann das Ganze umzudrehen. Also gucken einfach, wie viel Grad Unterschied gibt es zwischen die beiden und dann eben alle Messwerte um den Weg zu rotieren. Damit könnte man zum Beispiel den Fehler vergleichen. Wir wollten dann bei den Filtern mit dem einfachstmöglichen Anfang nochmal. Das kann man sich überlegen, wenn ich weiß, ich habe ein gewisses Rauschen und Licht, dann kann ich das
So, dann kann ich mir überlegen, na gut, wenn ich weiß, das Rauschen ist typischerweise entweder, also zum Beispiel ausgerechnet aus Signal-to-Noise-Ratio oder sowas, ich kann eine Angabe darüber machen, dann kann ich mich auch entscheiden und sagen, naja, also dann werden 60-70% des Rauschens in dem und dem Wertebereich liegen, den lege ich mir einfach mal als Schwellwert fest und darunter betrachte ich eigentlich gar nichts. Das würde zumindest dann funktionieren, vielleicht, wenn ich sage, naja, das Gyro, wenn ich den auf den Tisch lege oder den Beschleunigungsmesser und ich will, dass das Ding auch stationär bleibt, ich betrachte nichts mit 1 Meter pro Sekunde Quadrat, das ist natürlich völlig sinnfrei, meine das Ganze, aber nur als ein Beispiel dafür, was man machen könnte. Wir haben jetzt hier einfach nur mal zufällig ein Rechteck hinzugenommen, quasi widerspiegelt für ein digitales Signal, ähnlich wenn ich jetzt irgendwo machen will oder in welchem Prozess auch immer dem einfach Signale anliegen habe, damit er auch etwas bestimmten Schwellwerten entschieden ist, das Signal jetzt 1 oder 0, das Signal ist jetzt mitgesetzt. Die haben einfach irgendwo unterdrückt. Naja, und sehen, dass wir dadurch ein etwas besseres Signal rausgekriegt haben, aber natürlich nur in dem Bereich um den Schwellwert. Später, wenn wir über dem Schwellwert sind, ändert das an der Signalqualität überhaupt nichts. Also weg damit, ja, würde ich einfach mal so sagen. Nur der Vollständigkeit. Interessanter und sehr einfach, auch ich glaube, sie leider schon los. Gleitender Mittelwert, also ein normaler Mittelwert würde uns zwar betrachtet eine kurze Zeitspanne was bringen, aber wenn wir ein längeres Signal betrachten über die Zeit, das wären jetzt 160 Sekunden hier ungefähr gewesen, was so geht, wenn ich da über einen ganzen Mittelwert bin, dann kriege ich halt einen gerade raus. Wunderbar, da habe ich nichts mehr von. Beim gleitenden Mittelwert ist einfach die Idee zu sagen, wir haben hier einen Filter und ungerade Ordnung. Das heißt, wir betrachten um den aktuellen Messwert. Wir müssen leider in der Zeit immer ein bisschen warten, weil wir auch welche zukünftige brauchen. Wir betrachten um den aktuellen Wert die Q-Halbe, also wenn wir sagen Filter auf die Q, dann die Q-Halbe nach vorne und Q-Halbe nach hinten, bilden daraus den Mittelwert und sagen, naja, also so, das wird ungefähr jetzt hier unser Wert sein. Man sieht jetzt hier in dieser Animation einfach mal modelliert, ja, da wo es jetzt am meisten gezuckt hat, da war quasi auch mal nur von Filter der Ordnung 1, also nur das erste und das vorletzte, das nächste und das letzte Element in Betracht gezogen. Und je mehr Elemente wir in Betracht ziehen, umso glatter wird eigentlich auch die ganze Schwelle. Okay. Ist super einfach zu implementieren. Schön auch schnell berechenbar, da zum Beispiel rekursive Mittelwertberechnung, wie das beim Kanon auch mal nochmal sehen. Nachteil eben ganz klar, ich finde immer eine gewisse Verzögerung, die durch eine Ordnung des Filters bestimmt ist. In der Zeit hinten dran. Dann, ja, Memorizing-Filter, das geht schon ein bisschen in Richtung Kalman, dass man einfach sagt, jeder Messwert bestimmt sich einmal aus dem alten Messwert und der Differenz zum nachfolgenden Messwert. Und ich sage dazu, ich habe jetzt zum nachfolgenden Messwert, der jetzt kommt, ein gewisses Vertrauen. Und das Vertrauen drücke ich eben aus durch diese konstante Lambda, die natürlich zwischen 0 oder 1 liegen muss. Wenn ich sage, ich vertraue dem nächsten Messwert voll, das wäre ein 1, also zu 100%, naja, dann kriegen wir halt hier dieses, ne, dass wir also wirklich zwischen den ganzen Fehlmessern hin und her springen, zwischen das ganze Neues mitnehmen. Und je kleiner und so konstanter wird das Ganze, das heißt, wenn wir jetzt reinlaufen, dann haben wir immer weniger Vertrauen in den nächsten Wert. Man kann sich zu beiden Sachen, wir haben das jetzt das coole Licht gemacht, das ist vielleicht auch dann Domain-spezifisch oder was man in der Applikation machen will, nimmt man sich einfach mal so Probe auftragen für seine typische Applikation, wo man sagt, okay, je nachdem für unterschiedliche Lambdas in dem Beispiel oder im vorigen Beispiel für unterschiedliche Filterordnungen, wie wirkt sich das eigentlich gesamt beim Signal auf den quadratischen Fehler aus und würde sich dann für seine als Probe auftreten, würde man dann wahrscheinlich auch wieder irgendein Badewannenleben daraus und würde sich für seinen Anwendungszweck eben den besten Punkt, den tiefsten Punkt in der Probe aus. Ja. Kalman. Vielfach in der Robotik, in der Zahlennavigation sowieso. Die Herleitung des Kalmans von der Vorstellung her ist eigentlich super. Also, wir stellen uns einfach vor, dass wir sagen: Naja, wir haben zwei Messinstrumente. Die Messinstrumente sind völlig unabhängig voneinander. Also auch im Sinne von Wahrscheinlichkeitsdiagnosen, unabhängig voneinander. Und beide, wir haben vorhin gesagt, man kann Fehler charakterisieren natürlich durch eine Normalverteilung. Der Hintergrund davon ist gewesen, dass man, also in der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt es einen Satz, den zentralen Grenzwertsatz, der eigentlich sagt, dass in der Summe, wenn ich viele zufallsverteilte Variablen habe, die alle auch variieren, dass ich irgendwann in so einer Normalverteilung lande.
Und die Vorstellung jetzt, warum ist das eigentlich für Fehler so angebracht, das Ganze, diese Vorstellung ist, dass wir, ja klar, wir haben jetzt da so ein paar Fehlerchen hingeschrieben, systematisch irgendwas in der Zufallsverteilung. Es sind theoretisch eigentlich unendlich viele Möglichkeiten, also auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Es könnte sein, dass du irgendein Spannungsflickern und hast und alles möglich ist. Ich kann es nicht erfassen. Ich kann nur heuristisch quasi sagen, ich nehme an, dass das so modelliert wird, irgendwas funktioniert normalerweise auch wunderbar mit diese Vorstellung, die man macht. Also gerade nur Universitäten, das ist immer wunderbar. Okay, also, wir gehen also davon aus, wir haben zwei Instrumente, die was messen, die unabhängig sind voneinander. Und wir gehen davon aus, dass die beide irgendwie normal verteilten Fehler machen. Und quasi der Messwert, nehmen Sie, der richtige Messwert, das wäre in dem Fall der jeweils von Ihnen der Mittelwert von Ihrer Verteilung, wenn man es jetzt ausdrückt, also Normalverteilung, klar eben der Mittelwert von Varianz spezifiziert. Und wir wollen jetzt wissen, okay, wir haben zwei dieser Dinge, wie kombiniere ich denn jetzt, wenn ich den Messwert X1 habe und den Messwert X2, wie kombiniere ich die jetzt eigentlich am Gescheit? Das kann man sich so aufschreiben, da gibt es übrigens einen sehr interessanten Wertung nachlesen von Paul Hoffhaus oder Oroclass oder sowas in etwa. Das ist einer der Roboter, der in Berlin zuständig ist. Da hat er so 5 oder 6 Daten nicht groß in den Anführer gemacht. Das lässt sich wunderbar lesen, verstehen, nachvollziehen, alles ist fertig gemacht. Der schlägt also da einfach vor, dass man sagt, okay, ich könnte jeweils die Messung invers proportional zur Varianz, also zum erwarteten Fehler, dann gewichten das Ganze. Und was wir sehen, diese Vorschlag, den er macht, den kann man einfach zeigen, dass der richtig ist, nämlich, wie gesagt, die beiden Normalverteilungen sind unabhängig voneinander, weil die beiden Messungen kann das Ganze miteinander multiplizieren und kriegt dann eben die neue Verteilung raus. Wir sehen es gleich auf der nächsten Folie, wo wir dann eben als ideale Kombination genau das auskriegen, was er eigentlich vorgeschlagen hat. Das heißt, wir kriegen eine neue Gauss-Verteilung raus, deren Mittelwert sich zusammensetzt aus den beiden alten Mittelwerten, die Messwerte jetzt repräsentieren, gewichtet durch die Varianzen der einzelnen und natürlich auch eine neue Varianz ausgesetzt. Warum sind wir an der Varianz interessiert? Das sind wir deswegen in dem Fall, weil wir sagen, okay, unsere Messung, wenn wir da schon ein bisschen unsicher waren und da schon ein bisschen unsicher, dann gehen wir davon aus, dass jetzt unser neuer Mittelwert oder unser neuer Messwert insgesamt noch ein bisschen unsicher ist. Und das ist interessant, gerade beim Kalman, wenn man später sagt, ja, diese Messung, zumindest eine davon, könnte einen aktuellen oder einen vorproduzierten Systemzustand darstellen. Der Kalman kann quasi ständig eine Aussage dafür treffen, wie sicher er sich ist, in einem bestimmten Zustand zu sein. Egal, ob jetzt ein oder mehr nimmt. Und einfach eine schöne Information, beziehungsweise hilft eben auch später irgendwo zu sagen, welche Kriterien hier vorsichtig stoppen. Man kann das Ganze hier, da ist keine Magie dahinter, das ist einfach nur umgeschrieben, um in so eine Form reinzukommen, wo man das quasi wieder, die haben wir eben schon mal gesehen, bei diesem Randomizing-Filter wie so eine Art Vertrauen, als Vertrauen, unser neuer Wert ist eben eine Kombination aus dem alten und dem neuen oder aus dem Vorteils, den wir machen. Und entsprechend auch die Varianz. Wie kann man das Ganze jetzt eben übertragen? Ich habe ja eben nicht immer zwei Messwerte. Man kann es eben übertragen, dass man sagt, naja, also wenn ich jetzt eine Messreihe einfach habe, nehmen wir schon mal die nächste Grafik vielleicht dazu. Wenn ich eine Messreihe habe, dann ist einerseits mein aktueller Zustand, der muss man am Anfang irgendwie initialisieren, aber ich würde quasi immer einen, das funktioniert nicht, ich würde immer einen Vorkast machen. Ich würde sagen, okay, aufgrund dessen, was ich in der Vergangenheit gesehen habe, erwarte ich im nächsten Moment hier und dort zu sein, zum Beispiel bei nur einem. Und das Ganze, wo ich erwarte, dass ich sein werde, würde ich dann korrigieren durch eine, wie kann man, fehlerbehaftete Messung. Also das Beispiel, wo ich glaube, in dem Bild steht drin, man beobachtet nur den Vogel, der durch den Urwald zischt. Und das sind lauter Bäume. Und ich sehe nur den Vogel da langrasen. Und aufgrund dessen, wo ich ihn zwischendurch immer mal sehe, denke ich, kann ich sagen, naja, ich glaube, jetzt ist er da. Und dann sehe ich ihn vielleicht eine Sekunde später, gucke aber vielleicht auch ein bisschen schräg oder sowas. Aber ich möchte diese beiden Sachen kombinieren, um irgendwie zu schätzen, wo dieser Vogel eigentlich ist. Das heißt, ich projiziere meinen Systemzustand aufgrund der Vergangenheit nach vorne und werde das durch die Messung korrigieren. Naja, und das ist ein Dreizeiler, das Ganze zu programmieren. Insofern auch unheimlich nett, gerade in Embedded Device.
eindimensional sehr einfach, mehrdimensional eigentlich genauso einfach. Interessant wird das Ganze, wenn man dann, und das ist das Problem gerade bei der internationalen Navigation, wenn man nicht linear aufgeht. Vor allen Dingen bei der internationalen Navigation, wie kann ich eigentlich noch das, ja, die gescheite Messung zur Korrektur dazu bringen? Ich kann ja nur jetzt meine Beschleunigung irgendwie auf der einen Seite messen, ja gut, im Flugzeug oder irgendwas werde ich auch Geschwindigkeit messen können, oder im Panzer auch irgendwas, bei der Versuchung ist es dann halt schon mal zu schwierig. Platzerregung ist immer nur das Beispiel, weil ich selber darüber mal lachen musste, als ich über einen S damals nachgelesen habe, habe ich gesehen, dass das eine der Hauptanwendungsdomänen außer Raketen und so weiter. Also völlig militärisch motiviert natürlich anfänglich das Ganze. Aber ich hätte nie gedacht, dass in so einem Ding überhaupt so ein Einlass drinsteckt. Denn gerade die Erschütterung und sowas sind auch sehr kritisch. Ich möchte haben ein System. Ja, aber wenn man jetzt, also historisch, zum Beispiel im Flugzeug, wenn man ganz weit zurückguckt, der Weißversuch, da haben die eigentlich so eine Plattform gehabt. Und diese Plattformen haben einfach versucht, eben ihre Orientierung im Raum beizubehalten, ne? Sodass wir auf den Achsen quasi immer die richtige Beschleunigung haben. Heute machen wir es ja andersrum. Wir integrieren einfach unsere Orientierung mit, rechnen die wieder raus aus dem Wissen. Jetzt, wenn ich natürlich viele kleine Erschütterungen habe, ist es sowohl ja von der Beschleunigung her blöd, als auch wenn ich sehe, okay, es gibt bestimmt sicher Einflüsse von den Beschleunigungen auch auf Drehraten oder Gleichpunkte im System. Also ich denke, das stimmt von Ihnen abgesprochen. Gerade im Kampf. Ja, ich habe auch schon beim Preis was wir nicht von immer so richtig mit dem Torben gezeigt haben, dass wir das auch ersetzen können, aus einer Strategie, die das man selbst gemacht hat. Nee, aber wenn man sich immer jetzt... Auch Bio, also, ja, klar, aber... nee, klar, aber ich meine, auch wenn ich jetzt wenn ich jetzt ganz klein in die Hardware reingucke, also zumindest bei den Menschen, das sind schon mechanische Systeme irgendwo noch drin, wenn auch super, super klein, also ich glaube auf jeden Fall, auch da irgendwie direkt. Aber ich bin mich jetzt auch nicht da ich bin jetzt da nicht störrig dran, ich meine, ich kann es mir halt persönlich einfach nur schwierig vorstellen, und es funktioniert auch bestens. Okay. Um das Ganze noch mal ein bisschen aus Abwort zurückzuführen und einfach jetzt auch mal, wen jetzt das Mathematische, was mich so interessiert, um das noch ein bisschen aufzulockern, wollte mir einfach noch mal zeigen, wie kann ich mit dem Abwort eigentlich hergehen und dann die Orientierung bestimmen. Das nicht auch. Und es ist so, dass ich grundsätzlich Orientierung im Raum von einem festen Körper eindeutig durch maximal drei Rotationen ausdrucken kann. Das kennt man meistens als Euler-Winkel in entsprechenden Rotationen um die X, Y und Z-Achsen. Und die berühmteste Reihenfolge, oder das heißt berühmteste, das ist halt so eine standardisierte, ist die Hopkins Row, weil die eben in der Luftfahrt oder in der Raumfahrt oder sowas eingesetzt. Man muss dabei darauf achten, auch später, wenn man Sachen integriert, man darf nicht diese Reihenfolge vermischen. Also wenn man einmal eine gewählt hat, dann bleibt man auch bei der. Für uns, wir wollen das Beispiel jetzt am Accelerometer festmachen. Also im Gyroskop kann man sich vorstellen, klar, das kann man integrieren. Das Ganze die Drehorten hat man wieder andere Probleme. Mit dem Accelerometer, was einfach einfacher jetzt zu berechnen ist, haben wir nur den Nachteil, wir können nur zwei von drei Winkeln berechnen. Und anschaulich ganz klar, weil wir haben immer die Erdbeschleunigung, aber auf den anderen Achsen tut sich eigentlich nichts. Das heißt, was kann ich feststellen? Ich kann die Pitch-Achse feststellen, also um die X-Achse und um die Y-Achse den Bank oder Roll. Aber hier oben habe ich keinerlei Informationen. Das sieht ja nichts dran. Es würde auch nichts bringen, jetzt irgendwie noch ein zweites Achse in anderer Orientierung zu machen. Naja, das Ganze sehr einfach, wenn wir sagen, naja, die Ausrichtung des Gerätes wäre zum Beispiel, eigentlich jetzt egal, wie rum man es betrachtet, die Ausrichtung des Gerätes wäre so, dass wir annehmen, die Z-Achse ist hier, aber in Wirklichkeit ist sie hier, also sprich die Z-Achse soll jetzt die Erdbeschleunigung widerspiegeln. Man muss da ein bisschen auch aufs Vorzeichen aufpassen oder wie die Sensoren angebracht sind, beim einen geht es nach oben, beim anderen geht es nach unten. Die gehen meistens auch auf dem rechtshändigen Koordinatensystem raus. Das heißt, was ich rauskriegen kann, ich bin an diesem Winkel Alpha interessiert, was ich messen kann, sind eben klar, ich habe ja meine drei Messwerte, das heißt, ich habe meinen Z-Wert, ich habe meinen X-Wert oder analog auch meinen Y-Wert. Die geben mir natürlich, wenn man so Richtung des Einheitskreises betrachtet, wir wissen, wie der Sinus ist gerade gegen das Verhältnis von der Gegenkathete zur Hypotenuse und beim Cosinus von der Antkathete zur Hypotenuse. Und das Problem bei denen ist einfach nur, da würde man jetzt denken, das können wir sofort daraus ausrechnen, dass wir halt einerseits den Cosinus haben, der achsensymmetrisch ist, und den Sinus, der punktsymmetrisch ist. Die reichen uns also einzeln nicht.
wenn man sieht jetzt hier beim Sinus zum Beispiel, okay, hier gerade in dem Bereich, bis hierhin würde er anwachsen, der Sinus, und dann wieder runter, aber wie kann ich jetzt unterscheiden anhand allein des Sinus, ob ich jetzt hier mit überwinden. Wir müssen also beides in Betracht ziehen, während das, wenn wir den Tangens in Betracht ziehen, hier haben wir immer angezeigt, okay, was jetzt hier so positiv ist, in welchem Quadranten. Der Tangens, der eben den Sinus und Cosinus ins Verhältnis setzt. Und das einzige Problem dabei ist, das Ding kann nur Null werden, der Cosinus hier von Alpha. Deswegen haben wir typischerweise um so 90 Grad Messwerte auch wirklich Probleme rum, immer richtig Sprünge, weil wir dann in Singularität reinlaufen. Darum hat irgendein Informatiker mal, oder was weiß ich, wurde wer halt, ach, es kam jetzt zwei erfunden, der das als Spezialfälle berücksichtigt, der ist witzigerweise aus der Informatik dann in die Mathematik zurückübernommen worden, also der kommt eigentlich eher aus einer Anwendungsdomäne. Das heißt, den nehmen wir, wir können einfach da unsere Werte reinschmeißen. Das heißt, wenn wir uns das betrachten, eben, wenn wir rauskriegen wollen, den Pitch, dann müssten wir eben, gut, wir haben jetzt hier unsere Z-Achse eben auch zum Einzelnen, hier haben wir unsere Rückseitenachse. So, das heißt, ich würde einfach den Winkel hier zwischen der hier ausüben, ausdrücken, bis die dann, wo mein Pitch ist. So wie die Formulierung jetzt ist, muss ich das Ganze noch um 90 Grad verschieben. Wir haben es nur, weil es besser mit der Grafik übereinstimmt, so hingeschrieben. Ich kann natürlich auch die Achsen selber umlegen, dann brauche ich diese Umrechnung nicht mehr zu machen. Für Roll ist es analog das gleiche, ja, und mit dem Laufenden kann ich auch nichts machen, weil ich keine weitere Information habe. Mit Gyro oder Kompass kann ich versuchen, zusätzliche Informationen zu erreichen zu dem Ganzen. Und dann, was man natürlich auch beachten muss, wenn ich das Achsherum nutze, um Orientierungsbestimmungen zu machen, ja, dann darf ich natürlich das Gerät dabei hin und her bewegen, um das Aufsehen, dann kriege ich natürlich falsche Messen. Wobei, da müssen wir uns schon ganz schön schnell bewegen, das sind da wirklich besonders starke Orientierungsänderungen, weil einfach diese 9,1 Meter pro Sekunde, die allein schon zum Wertmittel gehen, die sind schon gewaltig im Verhältnis sind. Gut, Integration von Drehraten, wahrscheinlich kannst du das noch viel besser aktuell erzählen, das Ganze. Ich habe es damals beim Admel oder mit Hilfe von Admel und so weiter versucht zu implementieren, das Ganze ist äußerst schwierig. Einerseits eben wegen der Messfehler, andererseits muss man sich eben auch genau eine Repräsentation überlegen von der Orientierung, voller Winkel, sind problematisch. Jeder hat schon mal den Block gehört, vielleicht diesen Begriff. Das heißt, ich kann unter Umständen mit verschiedenen Winkeln oder mit verschiedenen Angaben die gleiche Orientierung erreichen. Dann ist zwar die Orientierung eindeutig, aber eben der Rückwärtsweg ist nicht ganz eindeutig. Ich habe also da mehrfach Repräsentationen. Das, was bei mir wunderbar funktioniert hat, was ja überall sonst in der Literatur funktioniert, ist bei dieser Repräsentation durch Kartinionen. Was extrem einfach ist, aber immer natürlich unterschiedlich anhört. Aber es lohnt sich einfach, sich das mal anzugucken. Auch das sind irgendwie drei oder vier Zeiler, wo ganz einfache Multiplikationen, Additionen einfach nur drin sind in dem Ganzen. Und wunderbare Darstellung. Also ich habe es mit dem anderen, ich habe versucht, so einen Gyro anzuschließen, zu integrieren und einfach so einen OpenGL-T-Port auf den Bildschirm zu drehen, an der Position in Euler-Winkeln. Also das ist aus dem Markt. Und Quaternion hat einfach sofort funktioniert. Okay, dann. Und du sagst also, vielen Dank. Und wenn auch die Kinder sind. Und gerne. Dieser Mensch, was du vielleicht hast, den Kanonbilder jetzt da nennt, das können wir auch machen. Ich müsste jetzt selber nochmal suchen. Aber ja. Wenn man nach Online-Menschen kam, dann würde es das erste, was oben auftaucht. Also, ich finde die Beschreibung, ich habe viele Beschreibungen nicht gelesen, ich finde die wirklich verstanden, dass man das herleiten wird, zumal das auch so einfach verständlich ist. Und wenn man sonst, wenn man im Bischof und eigentlich ein Nachdruck sind, also so, da wird immer gleich das generelle Form des Kanmas. Und dann hätten wir zwar mit 5x13 und 6x13 Kalationen, das ist schon schwierig am Anfang, finde ich, jedenfalls nachzuvollziehen. Was auch ein interessanter Tipp ist auf jeden Fall, ist, gerade wenn man eben sagt, jetzt auch für ein S oder für andere Sachen, die sie nicht tun lassen, es gibt einen non-linearen Kanmas, was normalerweise einfach über eine Linearisierung in der Nähe des Messpunktes funktioniert. Der ist aber nicht so gut. Und da schon vor einiger Zeit haben irgendwelche Leute einen sogenannten Uncentered Kalman gefunden, der rechnerisch sowohl sehr effektiv ist, als auch andererseits also nicht mehr auf die wirklich guten Informationen kommen. Und haben damit, also gerade bei, die haben das jetzt in der Applikation, haben so ein bisschen in den Spacecraft, da haben wir hohe Geschwindigkeit, hohe Varianzen drin, haben wir ganz tolle. Uncentered.
Also im Endeffekt, wenn ich jetzt eine Wiesenhalle mache, spricht ja eigentlich, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gyro nehmen will, was ich integrieren will, dann man kann jetzt für oder dagegen argumentieren, ob man jetzt die Achsen alle einzeln betrachten will oder nicht. Aber dann wäre es halt jedes Mal gut. Also einmal, es tauchen immer nur, in der einen Form tauchen immer nur Quadrate auf. Das heißt, ich kann aber von Anfang an bei Quadrate bleiben. Ich muss also nicht immer wieder quadrieren in jedem Schritt. Dann war jetzt noch einmal extra nachgemacht, dass ich das Ganze das. Also da spare ich mich schon was. Und dann bleiben irgendwie insgesamt noch pro Dings 6, 7 Additionen und 3 Kindermultiplikationen. Also mehr ist das eigentlich nicht. Ja, es ist halt, klar, wenn ich natürlich mit 800 Hertz irgendwas messen will oder sowas, dann wird das vielleicht schon ein bisschen kritisch. Aber in vielen Volumen sind das auch nicht. Und dieser Mehrdimensionale, oder aber nicht linear, da kann es natürlich dann auch einen positiven Aufbau aufbauen. Also würde mich auch mal interessieren, einen mehrdimensionalen großen Funktionieren zu sehen. Damals, als ich habe das bei dir gesehen im Netz, halt, habe dann nachgeschaut und dann war auch, wo finde ich die Infos und so. Weil das, der Trick, der kann man nicht mit der Selbst, ist nicht schwer. Der Trick ist, das mit Geldern hinzukriegen. Das ist das Schwierige. Ich denke, dass da auch dann auch weiter mit diesen Nachrichten wieder. Ja. Okay. Das ist ja jetzt den Problem, dass halt, wenn man einmal Quadratmeter-Dimensionen auslegt, dann entstehen dabei sehr große Matrizen. Und die ganzen Matrizen dann mit Multiplikationen zu kombinieren, das ist das, was man muss, zu welchen Zeit. Also was im Moment aktuell drauf ist, sind so auch welche, die mehr haben, so 60G oder so, gerade wenn ich denke, da möchte ich mit 250G oder so, weil diese Reihachsen so ein Reihachsen beim Produkt den Lehrern mitschicken und dann gucken, ob er sonst ein Behandlungsprogramm oder Evaluierung kann. Aber wenn man wirklich die 50G braucht, dann weiß ich nicht, wahrscheinlich gleich ein kleiner Beschleunigung auch, vielleicht ja das aber 10G oder dann die Rettung dann. Also es hängt natürlich so, die Produktsensor, wenn du 40G zum Beispiel, das ist so hochfallen lassen und so. Mhm. Also das ja, so ist auch halt so ein mitten und Rahmenfach. So Sensoren gibt es, da kann ich auch ein paar. Das wäre also vielleicht die Monogramm, ich habe mal da OG und ID verwandt. Der OG ist halt PSP und der ID ist ist ja schön, dass er ein bisschen messt. Also eine interessante Anwendung, die ich noch gesehen habe, ist halt einerseits, ja, vor wenigen hat das schon mal gemacht, da haben sie geguckt, ob bei der Deutschen Bahn wirklich Pakete eigentlich mit der Bahn transportiert werden. Sie haben festgestellt, dass in 70-80% auf der Straße transportiert werden, indem wir einfach Bedingungsprofile, die Beschleunigungen daran gemessen haben. Die Bahn wird dann umweltfreundlich zu sein, nur es auch auf die Straße kommen. Anders, man könnte es halt auch, und das bewegt ja auch so ein bisschen im Bereich, was ich von meiner Definition mache, ist halt, dass man die Bewegungsprofile von Menschen versucht, dann daraus. Da gibt es auch noch gute Hemden für die Sensoren, die halt sind natürlich schön ganz gut, weil die Sensoren eine bessere Qualitätsstufe wünschen, dafür um wirklich was machen zu können. Ja. Weil das halt die Filter und Bilderung, wenn ich damit vor Spiel gedacht, was ich eigentlich hier mit einem Nachschwung zu tun habe. Also für die Bauleiter. Schritt nach Schritt, wir haben jetzt noch einen Kompass. Wir haben halt am Anfang eben diese Kalibrierungsschwierigkeiten gehabt, um da in den Raum zu kommen. Zum Beispiel, was wir halt jetzt haben, wir haben jetzt diese Offset-Kalibrierung, diese Windkalibrierung, und jetzt ist halt noch ein Problem, beispielsweise, dass wir bei meinem Kompass, der kommt natürlich auch ein bisschen, aber glaube ich nicht, das hat zum Beispiel nur nach hinten gezeigt. Der zeigt ja nur, aber immer nur nach hinten. Das heißt, man muss halt auch. Bevor wir eigentlich dann anfangen mit den richtigen Bildbögen und so,
eigentlich nur über den, aus meiner Sicht, den leitenden Mitglieder beispielsweise von Kompass ausweichen. Aber da müssen wir aus meiner Sicht zuerst mal richtig mit den Mitgliedern die Firma bekommen. Wenn Sie die Mitglieder, die in den Kompass beteiligen, antworten, wenn man nicht Kompass, dann wird man einmal mal auf den Tisch schlafen, die Mitglieder, die sich auswählen, die sich in den Minimum maximieren, also auch an der Achse bestimmen, wenn Sie mal schreiben oder auf der Achse schauen. Ist da ein fest drin vom Hersteller, aber das ist ja auch nicht das Sache, weil wir haben es ja nicht fest drin, das heißt die ganzen Störungen müssen wir dann schon mal rausrechnen. Also die Festkraftbetreiber, wie kann man direkt beim Einschalten von den Ausschalten? Der kann das, ja, aber der ist teuer. Deswegen habe ich den nicht. Auf der anderen Seite sind es jetzt im Moment gesehen, ich weiß nicht, ob es ein Tagel liegt, sondern irgendwie ist alles kommen, weil wir noch relativ wenig Messwerte auf diesem Ding haben. Gerade, also wenn man sich jetzt bei der Orientierung das nochmal anguckt, die Motivation, dass man überhaupt Orientierung aus, wenn man sagt, wir müssen ja uns auf eine Reihenfolge von Drehungen festlegen, die Motivation, dass das prinzipiell egal ist, was ich wann, wie, in welcher Reihenfolge messe, die kommt daher, dass wir unendlich kleine Zeitabschnitte an sich messen wollen. Und weil dann die Rotationsmatrizen die ganzen anderen Elemente wegfallen. Aber das Ganze ist immer 30 oder 40 Grad, das ist noch etwas, sage ich, Kompass, glaube ich, von 50 Hertz, die beschleunigen das Messer, aber müssten noch mehr können, aber da müssen wir wachsen, dass die das eben nicht schaffen. Ja, da hängen zwei Spannungsmesser auf einem SPI-Bus und die haben kein Chip enabled. Okay. Muss man irgendwie umschalten zwischen der Reihe und der anderen. Okay. Die haben aber Ding, wo man tun kann, kann auch die SPI oder die AC sprechen. Ja, das ist jetzt hingelöst, dass wir in Software einen QAC umschalten und dann aufpassen, dass sie an den Datenleitungen nie eine QAC Start-Condition anlegen. Also zuerst fast hoch und dann Software hoch. Genau. Die Bedingung, die wird in Software jetzt abgefangen, weil sonst wird der angesprochene Kunde irgendwas antworten und dann passt es besser wieder. Wir einfach den einen gut gelassen und den anderen. Das habe ich bei meinem jetzt gemacht, ich habe einen rausgefügt, ich habe es dafür mehr gibt, aber ich bin da mal dran, wenn ich alle Zeit habe, den Channel Treiber. Also wenn den einen so in einen Kopf legen, dann irgendwie vor der Tegel schreiben und dann den anderen dafür vielleicht die Arbeit. Aber wenn ich rechne, dann ist das eigentlich ein Einsatz für das Gerät mit Adresse. Also so habe ich den AMC geschossen. Die hängen halt am SPI. Also die können beides, wenn sie haben sich entschlossen, die mit SPI zu verbinden, warum auch immer. Und ja, jetzt haben wir das halt. Aber wie gesagt, ich denke, was heißt das, dann werden wir dann. Und dann eventuell kann man ja einfach nur den Band rausfüllen und dann geht es schneller. Im besten Fall. Und im schlechtesten Fall kommt dann alle kein Kopfsatz damit. Sonst eventuell sind wir mal in einem Vision-Bot Version 3, weiß man nicht, vielleicht kommt dann auch noch ein Accelerometer rein in den Platz. Dass man da irgendwas runterschmeißt, das ich keine Hand will. Wir haben nur mal einen Vorschlag mit der Händler. Ja, also ich habe auch noch andere Pläne, es gibt da noch andere Luftdurchgänge auf dem Gehäuse, wo man noch was reinstopfen könnte. Also, es gibt schon noch was. Dann würde ich sagen, ich bin noch schnell zu.